macht mega Spaß. Ich bin schon gespannt auf die anderen Phasen. Und ich habe auch zu einem bestimmten Zeitpunkt, war ich auch, glaube ich, komplett leise und habe genau aus diesem Grund auch, keine Widerrede. Oh mein Gott, ist der Ikran schön. Oh mein Gott, ist der schön. Der ist super schön. Ich wünschte, ich könnte den Skin dafür bekommen. Ich habe etwas bekommen. Und zwar waren das die hier. Das war richtig gut. Und ich habe auch von 30 auf 40 kann ich jetzt upgraden. Die habe ich da auch bekommen. Richtig, richtig gut. Okay, bespreche schriftlich, genau, mit Alma sollen besprechen. Ein guter Tag für den Widerstand. Ja. Und ein ganz düsterer für die RDA. Und Harding hat wohl heute auch keine Trophäe ergattert. Los, gehen wir zu den anderen. Muss sich gut anfühlen, wieder zu kämpfen. Ja, ein bisschen. Aus dieser Welt zu Ewa. Lebendig in ihr. Niemals vergessen. Erinnerungen verknüpft wie Lieder. Die Seswa müssen alle Kinder Ewas beschützen. Das herzlose Schlachten wird ein Ende haben. Ich hoffe, wir können unsere Speere bald senken und Sanke am Feuer trinken. Ja, wenn das Dröhnen ihrer Maschinen nicht mehr am Himmel hallt. Ihr müsst nicht allein kämpfen. Trag die Flamme unseres Siegs in dir, Zamsiu. Möge sie in vielen Herzen Feuer entfachen. Wie cool. Richtig, richtig gut. Habe ich schon mal im Koop gespielt? Hab? Nee, tatsächlich noch nicht. Ich finde, bei... Geht jetzt irgendwas weiter oder so? Nicht, dass ich jetzt hier rede und irgendwas kommt oder so. Wir haben ein neues Ikran-Muster bekommen. Ich hätte gern so einen lila-blauen. Ich finde das bei dem Spiel nicht schwierig, das im Koop zu spielen, weil das zu schwer ist. Sondern weil ich glaube, dass jeder eine andere Verbindung zu den Filmen hat. Und jeder eine andere Spielweise hat. Und ich glaube, das ist dann schwierig zu kombinieren. Deswegen spiele ich das Game hier eigentlich lieber alleine. Ne? Wir haben das. Wir alle. Unter den Seswa außer man geht jetzt erkunden, meine ich, wollte ich sagen. Jedenfalls wollte ich nur sicher gehen, dass du zur Party kommst. Von denen hatten wir nur sehr wenige. Das glaube ich. Ihr wisst nicht mal eure Geburtstage. Sorry. Gegen die vereinten Clans haben die Himmelsmenschen keine Chance. Okay, ich dachte, er wollte mir noch irgendwas anderes sagen. Wir haben hier heute wirklich viel erreicht. Das finde ich auch. Es ist Zeit, dass wir ein wenig feiern im Hauptquartier. Dieser Ikran, der ist so cool. Ich wünschte... Ihr wisst nicht mal eure Geburtstage. Sorry, voll unhöflich. Oh, Mann. Schon gut. Digga, könnt ihr mal aufhören zu labern. Okay. Wo muss ich denn jetzt hin? Guckt mal die Quests. Da, eine Siegesfeier. Das machen wir jetzt. Zum Hauptquartier des Widerstands. Hauptquartier des Widerstands ist doch, meiner Meinung nach, hier unten. Ja. Dann lass uns mal eine Schnellreise dahin machen. And now, welcome to the party. Willkommen zurück! Hier sind gerade alle schwer am Vorbereiten für die Party. Kann ich irgendwas tun? Mal sehen. Taylor braucht Hilfe bei der Beleuchtung. Wie wär's? Dann sollte alles fertig sein. Entspann dich und hab Spaß. Rede mit Freunden. Weißt du, dass Jin Navi-Gerichte für uns gekocht hat? Die Musik ist voll cool. Ist richtig cool. Okay, also ich werde jetzt erstmal die Story nachgehen. Koop-Spiel mache ich
Vielleicht nochmal wann anders. Erstmal aber nicht. Also heute auf jeden Fall nicht. Das war wunderbar. Wir müssen das wiederholen. Wie hier alles voll mit Essen ist. Ist ja danke, super cool. Coole Ausrüstung. Der Ausschnitt ist schief. Was? Der Ausschnitt ist schief? Oder was hat er gerade gesagt? Ganz komische Leute. Für heute Abend kein Fachsimpeln. Ich glaube, Mercer plant etwas. Wir sind da auf... Nein, das ist eine Party. Okay, ich habe eine Frage für dich. Mhm. Ich tue mein Bestes. Ich bin der Scherzkeks, oder? Priya kümmert sich nur um die Zahlen. Ich bin auch witzig. Nur eben stillwitzig. Was ist denn stillwitzig? Das hast du doch erfunden, Pri. Ihr seid beide witzig. Nur weil ich finde, es wäre nervig, wenn sie klug, wunderschön und witzig wäre. No. Das ist wohl wahr. Stopp, klug und wunderschön nehme ich. Jetzt hol mir was von dem Kuchen. Da war doch Kuchen. Ja, bestimmt richtig geilen Kuchen. Ich weiß nicht mehr, wie es ist, ohne Zorn zu leben. Hallöchen, gibt's ja auch du ein paar was Neues. Bessere Sachen? Mal, die Sachen habe ich mir jetzt schon langsam selber hergestellt. Hast du auch irgendwas anderes für mich? Ein guter Look ist nie falsch. No, da hinten, da will noch wer mit mir reden. Schön, dich unvers... Nicht in Partystimmung? Ich würde lieber mein neues Sakrugan von den Seswa ausprobieren. Sakrugan? Cool. Was möchtest du denn damit stricken? Ist ziemlich grob. Ich muss mir also was einfallen lassen. Jin Yang könnte passende Nadeln für dich machen. Großartige Idee. Ich werde ihn mal fragen. Danke. Hier ist alles voller Essen. Das ist voll cool. Stark benötigt in der Zukunft. Sprich mit Daylan am Eingang. Das machen wir auch gleich. Die sind alle am Party machen, ne? Ist er das? Ich glaube, das ist er, oder? Ja. Ich habe Partylichter installiert. Muss sie noch testen, aber das wird schon. Du bist hier eine große Hilfe. Also wird sie was ganz Besonderes. Denkst du das wirklich? Es ist nur, an Kram herumzubasteln ist leichter als an Leuten. Die sind kompliziert. Wir sollten die Lichter testen. Geh du zum Schalter. Ich bleibe hier. Falls meine Kabel Feuer fangen. Okay. Party Lights. Danke für deine Hilfe mit der Beleuchtung. Geil. Hab die RDA ganz schön dran gekriegt. Hey, Billy, stimmt's? Du bist also doch noch zur Party gekommen. Oh, cooles Tattoo. Ja, und ich bereue es auch schon. Danny sieht ständig zu mir rüber. Und ich weiß, dass es nicht an meinem tollen Aussehen liegt. Vielleicht, weil du eine Waffe hast. Auf einer Party. Ihr Hippies könnt auf euren Tamburinen trommeln und feiern, als hätten wir die RDA schon besiegt. Aber Mercer lässt euch nicht entwischen. Vielleicht stimmt das. Aber wir haben alle etwas Entspannung verdient. Und Spaß. Nur zu. Habt Spaß, während die RDA ihre Knarren ölt. Harding war fies zu ihren Leuten, aber Soldaten waren ihr etwas wert. Für Mercer sind alle entbehrlich. Er nimmt sich, was er will, ohne Rücksicht. Deshalb bin ich da raus. Aber vielleicht bin ich vom Regen in der Traufe gelandet. Ich bin nur wegen der Snacks hier. Diese Hippies kaufen besseres Zeug als der RDA-Fraß, den ich gewohnt bin. Immerhin. Ja, okay. Das ist voll cool hier. Mein Gott. Richtig gut. Hier unten ist ja voll die Party. Ich bin's. Vom Funkgerät. Ein weiterer Tag geschafft. Ja. Ich glaube, ich verstehe die Seswa. Amüsiert ihr euch gut? Ich will Salt Lake dazu bringen, mir seinen besten Messertrick zu zeigen. Er schwört, dass er keine kennt. Ich glaube ihm aber nicht. Keine Tricks. Ein Messer ist doch kein Spielzeug. Jeder, der so viele Waffen hat, muss ein paar Tricks kennen. Habe ich nicht recht? Wenn du so viel trainieren würdest, wie du schmolzt, wärst du ein fähiger Krieger. Mit ein paar Tricks. Zeig ihm, was du kannst, Nor. Also gut, Sotlek.
Ich bin bereit, dein Schüler zu sein. Wie du willst. Aber zuerst muss ich ergründen, was Harding den Clans geraubt hat. Ich komm mit. Das will ich auch sehen. Gut. Okay. Und danach können wir ein bisschen trainieren. Viel Spaß. Was? Hat er sich selbst gerade viel Spaß gewünscht? Du hast einfach zu viel von allem gegessen, Rinella. Optimale Wellenlänge für Raubtier. Ah, da bist du ja. Hungrig? Gut, wir haben nämlich was Besonderes zum Kosten. Du musst das probieren. Ich habe es noch nie geröstet gesehen, aber die Pyrolyse des Zuckers verleiht dem Geschmack eine ganz neue Tiefe. Wie Röstzwiebeln. Ich meine, kochen ist schließlich auch nur Chemie, nicht wahr? Ja, okay, ja, danke, Alex. Spar dir die Lektion, du verdirbst die Überraschung. Diese wundervollen Aromen müssen erlebt werden. Wir haben echte Navi-Gerichte gekocht. Lecker, nicht wahr? Leider sind sie für Menschen giftig, aber sie schmecken sicherlich toll. Okay, genieß die Party. Wir sollen was essen. Let's go. Nimm nicht einen so großen. Zu spät. Oh. Brauchst du etwas Wasser? Nein. Oh, schon gut. Aber wieso? Oh, knistert es in meinem Mund? Keine Sorge. Das ist völlig normal. Wow. Ich wünschte, wir hätten mehr Gründe zum Feiern. Aber hey. Mir ist komisch. Keine Sorge. Boah. Der Schwindel lässt irgendwann nach. Alter, warum gehe ich hier auf dem Tisch rum? In der Höhenprärie gibt es nicht viele Bäume. Unser Kampf hat auch... Oh. Das hier ist wirklich ziemlich gut. Nicht zu scharf? Jetzt, wo du es erwähnst, da ist... Oh, oh, das ist scharf. Muss schön sein, endlich wieder durch Pandora zu reisen. Sprich mit ihr in der Küche. Okay. Hallo? Das war heftig. Ich wollte dich warnen. Versuch es nächstes Mal deutlicher. Ich wollte den Schmerz teilen. Wow, danke. Ich weiß, Jin Yangs Team hat sich angestrengt, aber unsere Rationen waren leider besser. Weiß nicht. Ich mochte den Nervenkitzel jedes Gerichts. Du bist wirklich diplomatisch. Ja, super. Entschuldige, ich will dich nicht beim Feiern stören, aber ich muss mit dir reden. Ist alles in Ordnung? Ja, ja. Ich bin auf der Beobachtungsplattform. Gut, schon unterwegs. Gib Bescheid, wenn du später ein paar Ziele machen willst. Hey, die Beobachtungsplattform ist doch, glaube ich, draußen, oder? Hey, was gibt's? Sieh dich an, wie erwachsen du wirkst. Wir alle sind verändert. Ich bin sehr stolz auf uns. Uns? Schaut. Von den Zaren zu. No. Aus einer Kiste. Voll mit Dingen, die Harding von uns gestohlen hat. Wir haben es zurück. Nur das zählt. Wir? Es gibt kein Wir. Was? Doch wir wollen dasselbe. Und du entscheidest darüber, was wir wollen. Was wir brauchen. Ich wollte immer nur das Beste für euch. Euch beschützen. Wir brauchten keinen Schutz in unserem Clan. Wo bist du gewesen, als ich eine Waffe halten musste und Harding mir die Finger dabei brach? Oder als Mercer Daylan schlug, weil er ins Bett machte? Die Heilung dauerte Wochen. Er hasste so etwas. Und als sie Ahari wegbrachten, ich... Sie war einfach fort. Ahari... Du hast nichts getan, um Mercer aufzuhalten. Was er uns antat, ist deine Schuld.
Nicht jetzt. Priya? Oh, shit. Wiederhole. Nicht weg. Shit. Oh mein Gott. Ich habe mir, als wir wiedergekommen sind und die Party gestartet haben, habe ich mir schon gedacht, jetzt fliegt einfach alles in die Luft. Die freuen sich, machen Party und dann fliegt einfach alles in die Luft. Oh mein Gott, jetzt ist es halt wirklich passiert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich muss hinter Gitter. What? Was? Hat er uns jetzt gefangen genommen? Scheiße. Oh mein Gott. Das Game wird immer geiler. Oh mein Gott. Wo bin ich? Oh mein Gott. Wie bin ich hierher gekommen? Ich habe ein neues Andenken. Aber ich kann auch hier gerade drin nichts essen. Hey, ich bin's. Mercer und Harding haben uns im Hauptquartier erwischt. Ich bring uns raus. Billy? Billy Nash? Bist du das? Aber wie? Ich kann dich übrigens nicht hören. Also kein emotionales Wiedersehen gerade, okay? Bleib dran. Ja, wo soll ich auch sonst hin? Also, hä? Cool. Ich hole dich hier raus. Die Zellentür sollte sich gleich öffnen. Gut, dann raus jetzt. Komm zu mir. Ich bin im Sicherheitsraum. Mach schnell. Ich versuch's. Ich hab keine Waffen, ne? Ich hab gar keine Waffen. Ich hab absolut keine Waffen. Oh, da. Billy, bist du das? Wo sind die anderen? War Chaos. Hat niemanden gesehen. Mercer und Harding fanden uns in den Trümmern. Aber wie machst du das alles, obwohl Mercer uns erwischt hat? Gewusst wie? Hab sie überzeugt, dass ich zur Siegerseite gehören möchte. Und jetzt rette ich erstmal dich. Außerdem habe ich früher mal hier gearbeitet. Wie auch immer, geh weiter. Halt dich bedeckt und triff mich im Sicherheitsraum. Walkway oder Elevator? Was denn jetzt? Triff Billy im Sicherheitsraum. Nein. Wo denn? Da muss ich doch hier raus. Ah, wow. Cool. So viel dazu. Okay, hier sind Lampen. Hier kann ich aber nichts anderes machen. Ich muss halt einfach nur hier durch. Okay. Oh mein Gott, das ist ja... Aber wir sind nicht wieder in der gleichen Anlage, oder? Oder sind wir wieder da, wo wir das erste Mal ausgebrochen sind? Die Anfänger wissen nicht, worauf sie sich einlassen. Alles easy. Diese Infanteristen-Neulinge haben hier draußen keine Chance. Oh mein Gott. Ach lol. Ach lol. Okay, wow. Muss da hoch. Dreh dich um. Diese Anfänger wissen nicht, worauf sie sich einlassen. Ah, doch, da ist er. Shit. Da bist du ja. Okay, das ist der Plan. Eine kurze Frage noch. Wie hast du Mercer und Harding überzeugt, dass du auf ihrer Seite bist? Bevor du was sagst, es musste sein. Es ging um Leben oder
Ich soll dir jetzt also vertrauen? Naja, vertrau mir. Ich kenne mich hier aus und kann uns rausbringen. Du kannst es aber auch gerne allein versuchen. Ich weiß nicht, deine Superkräfte nutzen und es allein mit einem Hangar voller RDA aufnehmen. Mir bleibt wohl keine Wahl. Also, wie kommen wir raus? Pass auf, heute ist Billy Weiß alles Tag. Also tu, was ich sage und wir kommen hier raus. Da sind überall MPAs. Ja, du bist groß und blau, aber versuch unbemerkt zu bleiben. Nun hau schon ab! Lass mich nur diese Tür für dich hacken. Das sollte es sein. Die anderen Einheiten können uns nicht auf Wasser halten. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war gekonnt. Jetzt muss ich hier durch, right? Oh mein Gott, okay. Oh mein Gott. Siehst du? Auf meine Hinweise zu hören, hilft dir weiter. Ja, super. Das ist toll. In der RDA ist es so gar nicht, wie sie es hier in der Ausbildung erzählen. Noch ein Wort und ich leg dich selbst um. Wow. Okay, der nächste Part wird definitiv schwieriger. Nicht jetzt. FPAs direkt unter mir. Du lässt dich einfach gern selber reden, oder? Okay. Wir sie warnen? Keine Zeit. Dieser ganze Ort ist ein Hangar. Mit Schiffen, die darauf vorbereitet sind, jederzeit alles vom Himmel zu schießen. Wir müssen es ausschalten. Da bin ich bei dir. Was machen wir? Sehe nach. Die Kürze ist vielleicht. Oh, ja, ich bin ein Genie. Erklärst du es mir? Das Lüftungssystem ist ausgeschaltet. Love it. Okay. Dann lass uns das mal probieren. Hätte nicht gedacht, dass das noch so spannend wird, ey. Aber wieder Plot Twist und es hat mich wieder überzeugt. Zu 100%. Muss wahrscheinlich da raus. Okay, und dann geht er wieder zurück. Alles klar, I know. Ich muss nach da hinten. Kann ich da durch die Tür? I hope. Wenn der sich jetzt gleich umdreht, dann kann ich los. Oh mein Gott, Level 17. Shit. Okay. Wo geht er hin? Ich muss das Ding da ausschalten. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dann muss ich da wahrscheinlich abhauen. Alles easy. Du hast es geschafft. Das System sagt Kühleinheit offline. Ich unterdrücke die Warnung. Nur noch eine übrig. Aber wo muss ich hin? Nach oben? Langweilig. Es wird schlimmer. Ach, du Scheiße. Thank you.
Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Hä? Da kann ich runter. Oh mein Gott. Ich hasse es zu warten. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich hin soll, aber ich gehe hier einfach mal lang. Da muss ich hin. Der Widerstand ist erbärmlich. Immer in wird schwierig. Ich werde nicht als Schmuck an irgendjemandes Speer enden, klar? Hat ich dir nicht verborgen, mich anzupassen? Boah. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ist es da hinten oder ist es hier vorne? Ich weiß jetzt aber gerade nicht, wo ich hin soll. Oh. Ich muss nach da oben. Also ich muss nach... Okay, wenn der Dude hier rum ist. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was das war, aber ich habe ein ganzes Magazin reingejagt und das rannte einfach weiter. Korrekt. Das wär's. Zweite erledigt. Es funktioniert. Oh, fuck. Okay, super. Es wäre viel einfacher mit meiner Ausrüstung. Bin dran. Zweifle nie an mir. Folge den Schildern zum Belüftungsraum. Ich habe die Tür entriegelt. Das Licht sollte blinken. Fuck. Wo ist die Tür, wo ich rauskomme? Wo ist die Tür, aus der ich rauskomme? Okay. Boah, da hinten. Oh mein Gott. Finde einen Weg raus, ja, super. Ganz schön spannend. Gehe ich jetzt einfach nur wieder zurück oder bin ich hier richtig? Verschlossen. Bin dran. Sekunde. Was ist das denn? Billy,
Gehe ich in die richtige Richtung? Ich sehe dich. Ich dachte, ich könnte den Ventilator abschalten. Perfekt, um sich rauszuschleichen. Du wirst ihn direkt hacken müssen. Das Gute ist, ich habe deine Ausrüstung gefunden. Gute Nachrichten. Ich guck gerade. Ja, du musst in den Luftschacht über dir. Und diese Zwischendecke bringt dich direkt über deine Sachen. Nicht zu danken. Da komme ich nicht ran. Sekunde, ich hab dich. Versuch's jetzt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hab's schon wieder geschafft. Oh yeah. Führst du gerade einen Siegestanz auf? Verdammt richtig. Was? Ich kann. BTL. Ist das meine Ausrüstung? Schön. Jetzt geh zurück zum Belüftungsraum und hacke dieses verfluchte Mistding. Geh doch hier nicht weg ohne sowas. Hallöchen. Oh mein Gott. Was ist das denn? Unbarmherzige Kurzbogen. Ah ja. Okay, wir hacken das Ding. Moment. Oh nö. Sehr schön. Okay, wow. Das ist wirklich strong, hier durchzukommen. Alter Schwede. Muss mal gucken, ob es noch irgendwas gibt. Ew. Ich schwimme mal ein bisschen schneller. Aber es ist sehr cool, dass auch sowas hier mit eingebaut wurde. Ich habe halt nicht so viel Energie, ne? Warte. Komm schon, ich muss da durch. Ja. Als du mich verraten hast, um dich zu retten? Ja, genau, das. Tut mir leid. Das war echt beschissen. Das wollte ich nur sagen. Entschuldigung angenommen. Ah, dafür hilft er uns ja jetzt auch hoffentlich. Wow. Panisch herum. Im Labyrinth. Scheiße. Aber so ein Wichser da hinten. Du kannst nirgendwo mehr hin. Du gehst hier zugrunde, Blaue. Ich hoffe, das war es wert. Denn das Tageslicht siehst du nie wieder. Schießen und töten. Oh, Mist. Sag mir was Gutes, Ellie. Das Tor ist echt gesichert. Das wird ein Weilchen dauern. Versuch einfach, mich zu sterben, während ich es öffne. Ach du Scheiße. Ich muss einmal ganz kurz herstellen. Shit. Komm schon. Komm schon. Explodier! Oh my goodness. Oh my God. Bitte, explodiert einfach. Scheiße. Warte. Schnell.
Und das Finale verpassen? Welches Finale? Gut, Evakuierung anordnen. Zumindest kommt der Wicht hier nicht raus. Hier trennen sich unsere Wege zum letzten Mal. Hast du hast dich selbst sabotiert. Ich hätte mir keinen besseren Abgang für dich denken können. What? Ich will nur wissen, ob der explodiert. Nein, tut er nicht. Fuck. Hier kann ich nicht hin. Bleib beim Leben, Billy, öffnet die Tür. Ja, I hope. Sonst bin ich echt sauer. Sieben Sekunden. Ich bin aber am Leben, also alles gut. Komm schon. Öffne die Tür. Oh mein Gott. Ach Mann. Hä? So, okay. Alles klar. Alles easy, alles gut, alles gut, alles gut. Können wir die Flotte zerstören, bevor sie den Widerstand erreicht? Ja, das war knapp. Lauf weiter, so schnell du kannst. Hier gibt's gleich ein schönes Feuerwerk. Ach du Scheiße. Treffen wir uns. Ich befürchte, das war's für Billy Kid. Was? Aber was meinst du denn damit? Ich muss die letzte Phase des Kühlsystems manuell überbrücken. Danach bleibt nicht viel Zeit. Ich hol dich raus. Er opfert sich. Warte damit, bis ich da bin. Wenn wir warten, sterben alle, die wir kennen. Wenn ich den Knopf drücke, hast du 20 Sekunden, um zu verschwinden. Ich weiß, du willst heldenhaft sein, aber jetzt bin ich dran. Gib Acht. Billy! Billy! Ach du Scheiße! Oh mein Gott! Oh mein Gott. Wo bin ich hier vor allen Dingen? Warum sind hier so schwebende Bäume? Ah, okay, alles klar. Jetzt weiß ich auch, warum wir hier noch nicht hin durften. Oh, what? Och, du Scheiße. Mist, die suchen nach mir. Komme der RDA. So viele, überall. Shit. Okay. Oh mein Gott. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh mein Gott, ich muss entkommen. Ich muss entkommen. Ich muss einfach laufen. Fuck. Ich habe nichts mehr, um mich zu heilen. Ich bin zu weit weg. Scheiße. Lauf, 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 lauf. Oh mein Gott, ich bin entkommen. Ach du Scheiße. Verlust und Untergang. WTF. Freya? Hallo? Freya? Bist du da? Heilige Scheiße! Bist du das? Du lebst! Oh mein Gott! Wir dachten, das ist wunderbar! Ich muss es allen sagen! Wo seid ihr? Sind alle sicher? Wir sind in einem neuen Versteck. Ein altes Lager von uns. Schicke dir die Koordinaten. Aber, ja, wir leben. Aber sind wir sicher? Ich bin ein Wrack. Was ist mit dir? Lange Geschichte. Aber ich... Ich hab Billy verloren. Oh nein, armer Billy. Ich hab es rausgeschafft, dank ihm. Er hat sich für mich geopfert. Wir müssen uns auf die Überlebenden konzentrieren. Sie beschützen. Okay, gut. Allerdings mache ich mir Sorgen um Taylor. Er ist nicht aufgetaucht. Ist er nicht mit dir zum Samson? Nein, ich hab ihn in dem weiteren
Oh mein Gott. Oder schlimmer. Oh, es könnte schlimmer sein. Es war viel los. Ich funke ihn an. Er hat wahrscheinlich Angst gekriegt. Er ist safe ein Spion. Oh mein Gott. Wenn wir gefangen genommen wurden. Ich bin's. Und er nicht. Daylan, bist du da? Bist du verletzt? Er atmet aggressiv in sein Mikro. Was ist denn los? Daylan, sprich mit mir. Wo bist du? Ich kann kommen und dich zum Widerstand zurückbringen. Nein, nicht dorthin. Okay, wo willst du hingehen? Das ist egal. Alles ist jetzt egal. Er hat uns verraten. Sie machen sich Sorgen um dich, Daylan. Ich mache mir Sorgen. Sie werden wütend sein. Du wirst mich auch hassen. Ich war das. Gib dir nicht die Schuld. Aber es ist meine Schuld. Er sagte, niemand würde sterben. Wer? Wir haben über Funk geredet. Er sagte, wir könnten wieder zusammen sein. Also habe ich ihm gesagt, wo wir sind. Warte, Mercer? Du hast das Mercer gesagt? Er musste wissen, wo wir sind, damit er die Soldaten fernhalten kann. Lass mich dich holen. Nein, ich gehöre nicht mehr dorthin. Ich habe jetzt niemanden. Daylan! Daylan! Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich muss erstmal drauf klarkommen. Ja, ich wusste es doch, er hat uns verraten. Priya sagte, du wärst am Leben. Unglaublich. Bist du okay? Ja, mir geht's gut. Bin unterwegs zu dir. Wie geht's dir? Es geht so. Aber hast du Daylan gesehen? Oh, natürlich nicht. Hab gerade mit ihm gesprochen. Wirklich? Ist er verletzt? Nein, aber... Er hat mir was erzählt. Daylan war die ganze Zeit mit Mercer in Kontakt. Hat die Feier erwähnt. Und für Mercer war das die perfekte Gelegenheit. Rinella? Er hinter mir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Geh weg, push. Er dachte, Mercer würde uns beschützen. Mercer hat Daylan schon immer manipuliert. Keine Kinder mehr. Aber er hat sich unter Mercers Regime seltsam wohlgefühlt. Seine Art, die Gewalt zu überleben. Die neue Freiheit. Der Widerstand. Das war für uns alle schwer. Ich hätte wissen müssen, dass es Daylan härter trifft. Dich trifft keine Schuld, Rinella. Ich hätte es kommen sehen müssen. Wir alle waren blind. Wenn ich nur mit ihm geredet hätte. Und was gesagt hättest, hör nicht auf Mercer, hätte nicht geklappt. Wir müssen ihn finden. Ich glaube, wir sollten ihm Raum geben. Er kommt zurück, wenn er bereit ist. Vielleicht hast du recht. Wir können reden, wenn du hier bist. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Ich bin noch gar nicht richtig ready für so eine neue Region hier. Und mein Tier kann ich auch nicht rufen. Alter, triff dich mit dem Widerstand im Versteck. Ich muss nach da oben. Alter. Weg für